Hallöchen Freunde, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass Super Mario Story of the Koopas jetzt wirklich erschienen ist. Ja, ohne irgendwelche Fehler, ohne sonst irgendwas. Und die ganze Story dazu erzähle ich euch jetzt. Fragt euch nicht, wie ich aussehe, ich war gerade duschen gewesen, ja. Vor einer halben Stunde oder ich weiß nicht, irgendwer hat da, bevor ich duschen gegangen bin auf jeden Fall, ist das Spiel jetzt rausgekommen, jetzt wirklich. Und bei Mario Maker 2 habe ich circa die Hälfte meiner verdienten Herzen verloren. Das war schon ziemlich tragisch. Was ist da überhaupt passiert? Erstmal, wir fangen mal ganz von vorne an. Gestern kam Super Mario Story of the Koopa raus. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, Super Mario Story of the Koopas ist ein von mir erstelltes Spiel in Super Mario Maker 2. Man kann auch sagen, ein kleiner Hack. Auch wenn es eigentlich kein richtiger Hack ist, aber es ist halt ein Fangame, ja, aus Super Mario Maker 2 mit dem Update, das da rauskam. Ja, dann habe ich das gestern veröffentlicht. Die ersten drei Folgen waren ja gestern schon online. Und ja, dann habe ich nach circa, ich weiß gar nicht, nach einer halben Stunde erwähnt, oder nee, habe ich nach einer halben Stunde bemerkt, dass die Level nicht richtig übernommen wurden. Denn ich habe nämlich einige Level aus Super Strolly Bros. 3. Das ist das Spiel, das vorher rauskam, ja, letztes Jahr oder vor 2 Jahren war das. Nee, letztes Jahr war's. Habe ich einige Level wiederverwendet und habe die nur geupdatet, ja, mit den neuen Updates, mit ich habe die auch manchmal komplett umgebaut. Auf jeden Fall habe ich da neue Elemente hinzugefügt und diese Level wurden allerdings nicht als komplett neues Level gespeichert, sondern einfach nur als Überschreitung des schon davor dagewesenen Levels. Nur halt doch wieder in einer neuen Datei, aber es war eigentlich das gleiche Level auf zwei Dateien aufgeteilt. Auf zwei Level aufgeteilt. Nein, es war ein Level auf zwei Dateien aufgeteilt. So. Und ja, da das Level, das eine Level, da es ja nur ein Level ist, da das dann schon hochgeladen wurde vorher für Super Strolly Bros. 3, konnte ich das nicht mehr hochladen für Super Mario Story of the Koopas. Und ich dachte da die ganze Zeit, dass diese Level dann schon übernommen werden, denn in dem World Maker, wo man sich seine eigene Welt erstellen kann, da stand die ganze Zeit, dass es das geupdatete Level ist. Oder wäre. Ja, dann habe ich das alles hochgeladen und ja, da habe ich bemerkt, das waren doch die alten Dateien aus Super Strolly Bros. 3. Und dann habe ich gestern Abend noch, als ich das bemerkt habe, ein kleines Infovideo rausgehauen, wo ich dann gesagt habe, dass ich heute die komplette Welt, dieses komplette Spiel wieder runternehmen werde. Das heißt, ihr könnt es dann nicht mehr zocken. Ich habe tatsächlich gesehen, dass einige von euch das tatsächlich bis zum Schluss gespielt haben. Ich habe gesehen, eine Person, man kriegt man immer Benachrichtigung unten, wenn da irgendwie steht, ja, dein Level wurde von zwei Personen darunter irgendwie abgeschlossen. Ja, da war immer eine Person, die hat bis Level 8 gespielt, bis Welt 8.1. Und dann habe ich die Welt gelöscht. Und ich glaube, das war ziemlich frustrierend für diese Person. Für diese Person. Aber na gut. So, und was musste ich dann machen? Ich hatte entweder die Möglichkeit, 24 Level, die nicht überschrieben wurden, die alle wieder komplett neu nachzubauen. Dann wäre ich jetzt in 3 Wochen fertig gewesen. Oder ich hätte noch eine Möglichkeit, und zwar nämlich die Level, die nicht überschritten wurden, die alle zu löschen online und dann die neue Version hochzuladen. Und das war doch schon ziemlich schmerzhaft. Ich habe mich dann für Zweiteres entschieden. Ich habe alle Level gelöscht, 24 Stück. Natürlich waren da viele drunter, die irgendwie viele, viele Herzen hatten. Wer Mario Maker nicht kennt, die Herzen sind zu vergleichen mit den Likes auf YouTube. Und ja, das ist schon frustrierend, wenn die Hälfte der Likes dann einfach mal weg ist. Ja, jetzt muss ich mir alles wieder neu aufbauen. Ich habe die ganzen Level jetzt geupgradet, habe alle Level außer eins. Und zwar ist das nämlich, das kommt in Welt 7 vor, in der Wolkenwelt. Das hieß normalerweise in Super, also die abgedatete Version hieß normalerweise, ich weiß gar nicht, Kugelbilly Bonus, Bullet Bill Bonus oder Bullet Bills in the Air oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das alte hieß Travel with the Bullet Bills oder Bullet Bills. Das war ein normales Level in Super Mario Story of the Koopas. Das ist nur ein Bonus-Level, das man trotzdem machen muss. Keine Ahnung, warum ich das dann Bonus-Level genannt habe. Auf jeden Fall, ja, das Level wurde nicht übernommen. Warum eigentlich nicht?
Ich weiß es gar nicht. Warum habe ich das nicht übernommen? Okay, ich glaube, weil da nicht so viele. Da wollte ich noch ein paar Likes, wollte ich noch behalten, ja. Ich glaube, das waren zwar nur zwei oder so oder ein paar mehr, aber ja, das waren die einzigen Likes von den Leveln, die ich noch behalten konnte. Ja, ich habe also jetzt, es ist alles fertig. Baumeister-ID steht in der Videobeschreibung. Das andere Video oder die anderen beiden Videos von gestern werden gelöscht. Ja, und das hier wird dann jetzt das finale Video sein. Wenn es noch irgendwelche Probleme geben sollte, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ansonsten weiß ich habe sogar noch ein paar Level, wo ich im Let's Play dazu gesagt habe, das habe ich ja, wann habe ich das aufgenommen? Letzten Montag, also diesen Montag habe ich das schon aufgenommen, am 27. Da habe ich das komplette Spiel ja aufgenommen. Und ja, da waren ein paar, oder das sind jetzt, das ist ja auch das Let's Play, was ihr seht, ja, und wenn ich da sage, ja, dieses Level ist noch nicht zu 100% fertig, oder wenn er da reingeht, dann crasht das Level irgendwie, ihr müsst da zuletzt reingehen, beispielsweise bei dem einen Geisterhaus, ich weiß gar nicht, ob die Folge schon kam. Doch, die Folge kam schon, das war die von gestern, das war in Folge 3 mit dem Geisterhaus. Habe ich ja gesagt, in die mittlere Röhre muss man als letztes reingehen, weil man sonst da nicht mehr rauskommt. Das habe ich jetzt auch gefixt. Das heißt, wenn ihr Welt 3, der Cooper Ocean, das Ghost House spielt, könnt ihr auch in die mittlere Röhre. Also ich habe so kleine Bugs, habe ich gefixt. Und also das ist jetzt auf jeden Fall fertig. Wie gesagt, falls es noch irgendwas geben sollte, wenn irgendein Level anders aussieht als in dem Let's Play, außer jetzt dieses eine Bullet Bill Bonus Ding, dann schreibt es mir unbedingt. Dann muss ich wieder irgendwie gucken. Ja, ich hoffe, dass sowas nie wieder passiert. Ja. Juhu! Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, das andere Video wird gelöscht. Die anderen beiden Videos werden gelöscht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und rein. Und ciao. Baumeister-ID in der Videobeschreibung.